Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Ich widme mich heute der zweiten Folge von Helluva Boss mit dem wunderbaren Titel Lololand oder Lululand. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es richtig ausspricht, ist aber auch nicht so wichtig. Nachdem die erste Folge ja schon grandios eingeschlagen hat, auch auf meinem Radar, bin ich sehr zuversichtlich, dass auch diese Folge wieder nicht sparen wird an Momenten, die mich blendend unterhalten werden, euch hoffentlich auch. Ich habe mir schon sagen lassen von der Shelly Lou, dass diese Folge durchaus emotionaler wird als noch die erste. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ich hatte nur ein kleines Bildchen bei Twitter gesehen, weil ich ja inzwischen der Wifzy Pop auch auf Twitter folge. Und auch den ganzen Nachrichten zu Haspin Hotel und Helluva Boss. Also sollte da irgendwie demnächst auch neue Sachen angekündigt werden, bekomme ich das über Twitter auch mitgeteilt. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass ihr nicht weiterhin mir da Anregungen bzw. Mich darauf aufmerksam machen sollt. Es kann natürlich immer sein, dass mir da irgendeine Nachricht durch die Lappen geht und ich das nicht mitbekommen habe. Deswegen es haben auch zwei mich wieder darauf aufmerksam gemacht, auf das Video. Danke auch nochmal an die beide. Und dementsprechend werde ich mir meine Aufmerksamkeit jetzt auch diesem Ganzen hier widmen. Und ich bin schon gespannt auf Folge 2. Ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, dieses Projekt von Wifzy Pop hat durchaus Potenzial und könnte auch noch eine interessante Zukunft mit sich birgen. Deswegen würde ich sagen, legen wir einfach los mit Folge 2, Lololand. So, Helluva Boss, Folge 2, ich starte das Video jetzt. Natürlich, die obligatorische Warnung muss natürlich auch wieder mit rein. Mommy, Daddy! Maria is calling Estella. You get up. Schöne Zeichen. Yeah. What troubles you, my owlet? Daddy! Daddy! I had a dream! A really bad dream. A nightmare. I was looking all over the palace, and I couldn't find you anywhere. You weren't there. There, there, Via. It's okay. You're okay. When you're scared. Aber das ist ja, glaube ich, auch der Charakter, der in der ersten Folge da in der Badewanne saß. I will never be far away from my special little starfire. It always seems more. Oh mein Gott. Ein Song. It always feels so stark. How silence grows under the moon. Alter, was für eine Stimme, ey. Constellations gone so soon. I used to think that I was bold. I used to think love would be fun. Now all my stories have been told, except for. Ey, diese Stimme ist wunderschön. Unfassbar. As the stars start to align, I hope you take it as a sign that you'll be okay. Everything will be okay. And if the seven rings collapse, although the day could be my last, you will be okay. When I'm gone, you'll be okay. Oh. Oh mein Gott, ist das sweet. Wow. Das hat jetzt echt die traurige Atmosphäre gekillt. You want to fuck this one too?
of course not! You are a goddamn embarrassment! I'm not spending another moment looking at your pathetic, imp-sucking face! Okay, seine Frau ist also eine hysterische... was auch immer. Good morning, Octavia. Did you sleep well? Ach du Scheiße, Octavia heißt sie auch noch. Question. What's that you're listening to? This song is called My World is Burning Down. Gekühlte Ratten. Geil. Dad. Wobei das sind glaube ich nur Mäuse. Oh, how charming. Are you two done screaming for the day? You know what I haven't done in a long, long time? I haven't taken you to your favorite place in all of hell. Why don't we go to Lululand? I'm not five anymore. You always were so happy when I took you to Lululand. What do you say we go there? Okay, so Lululand. Just the two of us. I'd rather kill myself. There we go. Anything but staying in this house. Now, I'll arrange our security. Security for a theme park? We're rich and we're hot. People want our money and our bodies. Oh, money. Oh, man. Speak for yourself, princess. Now, I'm calling the only man who can f*** me. What? Who can protect me? Us. Being part of the Goetia family is rather valuable, you know. Number one, bitch, yeah, boss. I really want you, sir. Me too. Let's three-way. Oh! Why, hello, my big dick Blitzy. What the fuck? I have a special request. Oh my god. I just had a chemical peel, so you'll have to find someone else's face to plant that feathered ass. It's for my daughter. Ah, well, make sure she washes it. No, 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 no. I'm taking my daughter to Lululand, and I was hoping you brave little idiots would accompany us. We're assassins, not bodyguards, okay? Don't invite us to shit unless someone's gonna die. I'll pay you. Pay me what? Money. Done! Oops, ja. Eminem, get in here! We're going to Lululand! Lululand? Lululand! Shut the fuck up! Ah, Luna ist wieder in der Haus. Now remember, this is work and work only. Me and my crew are not here to satisfy. Dieser Größenunterschied, Alter. Hey, Dad, do we have to? Okay, hold on right there, sweetie. If you try fucking my little ass in that park, I swear to you, are so cute when you are serious. I'm literally gonna be sick. Oh, crumbs, I knew today would be a lot. What do you need? Die sehen so lächerlich aus, ey. Figurative, old man. Oh, right. Oh nein. Bist du eigentlich noch zu retten? That is deeply upsetting. Oh, come on. Whoa. It's fun. You've never been here? No. Theme parks always disturb me. Especially the mascots. Well, hey there. Welcome to Lululand. If y'all get hurt here, just try and sue us. Just try and sue us. Well, ask away, little girly. Is it true this park is just a really shameless spin-off of Lucifer's far more popular Lulu World? No. This place reeks of insecure corporate shame. Why don't we go check out the rides? That chick's creepy, huh? Yeah, wait till her dad tries to diddle your holes. What's that mean? Don't talk to me. I know you're a pervert under there. Yeah. You really like this place, huh? I love this place! My parents would bring me and my siblings here when they could swing it, money-wise. Yeah, the prices do seem rather criminal. I mean, that much for a novelty cup that you use one time? 'Cause it's Lululand! Listen to your hoe, Mox. How about I take the first watch while you two have a little fun? Ooh! We gotta do my favorite ride! Oh yeah? Which one? Oh, scheiße! Oh, crumbs! Ja. Das war vorherzusehen. Er
rennt einfach mit einem Scharfschützengewehr rum. You know, it's quite thrilling to see you on the job, Blitzy. Save it, bitch, I'm working. You both need to get a room. Hey, I am not a day hooker. What, I just said I'm not one, prude. Oh, no! You, you see, Alter, ey. Tears of joy at this show. Oh, no. Ach ja, das Klischee mit gruseligen Clowns. Clown. Oh, Blitzy, I need my bodyguard, please. Die Gelassenheit ist unfassbar. Wird gerade fast umgebracht, aber ich brauch meinen Bodyguard. Celebrating Lululand's spelled with O's to avoid lawsuits. Get it? Lululand, Lululand, everybody sing along with the Lulu Man. Every boy, every girl, every woman, every man loves Lululand. Lululand, Lululand, everything is beautiful in Lululand. Ugly children holding hands in Lululand. Everybody's friendly and nobody is mean. No copyright infringements ever seen. I'm here to tell, about a magical, fantastic place called Lululand. Hello, hello. Step right up and win a thing. Oh, look, Moxie! A thing! Oh, you like Solltet ihr nicht eigentlich arbeiten? Yes, I don't really know what that thing is, but I want that thing. The thing, yeah. Finally, some thing I can handle. Okay. One game, please. Ow, strike one, little man. But I hit it. I don't know what to tell you, buddy. The target, see? It didn't go down. So, yeah. Natürlich, der typische Jahrmarktbetrug darf nicht fehlen. The heaven's wrong with this thing. Oh, man, a real Mit der Kanone ist nichts verkehrt. Oh mein Gott, ey. Wie angepisst sich und da sitzt. How delightful. Ei! My, what good aim you have, Blitzy. Ugh, I can't do this anymore. Octavia! Oh, is that Litzo, my sensor Spot-a-Bear? I guess the kitties are still running away from you, huh? Oh, is silent now. Just like your audience always was when you told your lazy jokes here. Bitch, I make more money killing people than you do being a cheap-ass robo rip-off of an overrated sellout jester! Someone's salty. Real or not, though, people love me. Does anybody love you? No, but I'm really good with guns now. Dance, bitch! Watch me! Torches! Get your inconvenient torches here! Ow! Oh! Jawohl, erstmal alles anzünden! Richtig so! Zumindest hat er sein Ziel erreicht. You know, if you suck, you suck. Guess you won't win your honey here a prize. Let me try. Oh mein Gott. Shot, baby. Are you kidding me? You charlatan. Hey, get lost, Pipsqueak. I'm talking to the lady. Das hat er sich verdient. Oh, hey guys, we should probably go make sure Skullus is okay. I got some unfinished business to take care of. Oh, what a mouth. Ich glaube, so kommst du nicht weiter. God damn it, Nathan! You ruined another bloody photo! Why were you even born? Octavia? Oh mein Gott.
Ach, hey. I think I'm supposed to be bodyguarded right now. That's better. Where is Blitzy? He's my knight in shining armor. Der ist gerade anderweitig beschäftigt. Busy being a fool. What kind of fool? The everything is now on fire kind. Alles ganz normal. Octavia. I take it you are not having fun. I didn't even want to come here. I'm sorry, sweetie. I thought you loved it here. When I was a kid and my parents didn't hate each other. My dad didn't flirt with a weird red dickhead the entire time. I'm sorry, Via. I'm sorry for everything happening right now. I know it's a lot. I should have listened. I just want to go home. But home doesn't even feel like home anymore. You ruined it. You need to understand. Your mother and I felt... She's always been... I haven't been... We weren't in... I'm sorry, I don't have the words. Are you gonna run off with him? And leave me behind? Go away where I can't find you? What? No! No, no, never. I'd never do that. Never. I think it's time to leave this place. You were right. You are too old for it anyway. Oh, der kann sich aber sehr gut selbst verteidigen. Der braucht gar keinen Bodyguard eigentlich. So, what would you like to do now? Oh, can we go to Stylish Coles? They sell weird taxidermy there. Okay. Aber ganz ehrlich, wie dieses emotionale Drama da drin verpackt ist, ist richtig, das gefällt mir richtig gut. Thank you, Via. Thank you. Way to ruin another good thing, sir. Worth it. Und sie wird einfach weggezogen. Wow! Das war auf andere Art unterhaltsam heute. Aber, also die emotionalen Passagen, die waren richtig gut. Also speziell dieser Song am Anfang und auch jetzt die Schlussunterhaltung zwischen Tochter und Vater. Ich nehme an, dass der Vater ist, also das wäre sonst irgendwie strange. Das war richtig gut. Ich muss tatsächlich sagen, der vulgäre Abschnitt heute, der so zwischendrin war, den empfand ich hier irgendwie sogar so ein bisschen als störend, weil es hat zwar irgendwie miteinander zusammengepasst mit diesem emotionalen Drama, was da drumherum passiert, und dann kommt eben noch dieses ganze Aspekt mit, dass sie eben die ganze Zeit getötet werden sollen und ihre drei Bodyguards das aber immer wieder ja abwehren können. Aber das fand ich irgendwie ein bisschen fehl am Platz in der Folge, sondern ich hätte es irgendwie ein bisschen lieber gehabt, wenn dieses emotionale Drama sogar noch ein bisschen weiter im Vordergrund gestanden hätte, weil das fand ich wirklich gut umgesetzt und das hat auch richtig gut getan. Weswegen ich hier so dieses Vulgäre so ein bisschen aufgesetzt empfunden habe. Nicht, dass es jetzt extrem gestört hat, aber es war irgendwie zu viel. Also dieses ganze Vater und Tochter hätte für mich mehr in den Vordergrund gerückt werden können. Aber egal, ich will ja dadurch nicht sagen, dass die Folge schlecht war. Ganz im Gegenteil, die war ja wieder sehr, sehr gut. Und auch wie ich schon gesagt habe, also der Sänger von, diesen Namen kann ich mir echt nicht merken. Muss da echt mal gucken, dass ich mir den Namen irgendwie zusammen bekomme. Also die einzige, die ich mir nahm, war die Tochter, die hieß Octavia. Und sein Vater, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Aber dem seine Stimme fand ich richtig schön. Also dem Singen zuzuhören war wirklich toll. Ich frage mich wirklich, ob der schon mal ob der irgendwie gesanglich nebenbei noch was macht. Würde mich nicht überraschen, ehrlich gesagt, weil so eine schöne Stimme muss man eigentlich auch mal wirklich auch, muss auch wirklich mal aktiv eigentlich auch singen, meines Wissens, weil das kann man, so Talent sollte man nicht verschwenden.
Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und jetzt auch der Schluss eben mit der Unterhaltung, dass die Tochter wirklich darunter leidet, dass ihr Vater eben immer diese Affären hat und auch, dass sie dass mit der Mutter sich nicht mehr versteht. Wobei ich mir auch irgendwie schon vorstellen kann, dass die irgendwie ein bisschen schwierig auch ist. Aber gut, von der wissen wir noch nicht so viel. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber diese Unterhaltung zwischen beiden fand ich, die hat mich so berührt in dem Moment gerade eben. Das war echt schön anzusehen. Und ich fand jetzt auch diese Stelle mit diesem Clown, der davon, der da so plötzlich zum Höllenclown geworden ist und ihn anscheinend töten wollte, das war irgendwie ein bisschen komisch. Ich hätte jetzt irgendwie noch so eine Auflösung erwartet, aber naja, es passt jetzt irgendwie zu, dass das Ganze so ein bisschen aufgesetzt wirkte, aber lassen wir das. Ich will jetzt nicht drauf rumreiten, weil wie gesagt, an sich hat es ja noch trotzdem ganz gut gepasst. Die Folge war auch nicht schlecht, war gut. Die erste fand ich jetzt besser, weil sie halt so durchweg eben so what the fuck mäßig war. Aber die hier fand ich jetzt auf der emotionalen Ebene ganz, ganz toll. Und ich bin echt mal gespannt, wie das noch weitergeht. Ja, mehr habe ich an der Stelle nicht hinzuzufügen. Ich hoffe, dass euch die Reaction gefallen hat. Bei der nächsten Reaction wird wahrscheinlich wieder sehr in Überlänge stattfinden, weil ich gesehen habe, dass von MLP Phoenix Wright Elements of Justice Part 3 endlich oben ist. Entschuldigung. Und der geht über 2 Stunden. Das wird dann natürlich auch wieder eine sehr lange Reaction. Aber ich freue mich schon drauf. Die kommt demnächst, meine Güte, von mir. Und da könnt ihr euch dann drauf einstellen, dass das wieder sehr, sehr lange gehen wird. Aber ich freue mich drauf und damit dann auch, dass der erste Fall von Phoenix Wright im MLP-Universum abgeschlossen wird. Und ja, da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Eine andere Reaction, die hatte mir der Rainbow 25 noch empfohlen. Da werde ich auch demnächst reingucken. Das war Friendship Reanimated. Und da könnt ihr euch dann auch noch drauf einstellen, dass die demnächst auch noch kommt von mir. Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch die Reaction gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer D-Spyro. Ciao.